Hallo, ich bin wieder euer Tude zu einer weiteren Folge Minecraft, also Minecraft, also Blöcke-Spiel. Wir bauen etwas aus Blöcken und zwar eine Pyramide und ich sehe eine Hexe. Und ich sehe den Baum nicht, weil er so dunkel ist und der Baum hat so Lianen und die Lianen sind ganz groß und ganz viele. Das ist ein großer Baum. Möchte jetzt ja nicht runterfallen. Jetzt greift ja mal die Hexe an. Hat ja gar keinen Trank. Ach doch, jetzt hat sie einen Trank. Ich wurde aber nicht getroffen von dem Trank. Okay. Wir regenerieren nicht mehr. Lass mich nochmal in Ruhe jetzt hier. Es geht auch bald die Sonne wieder auf, das ist schön. Eine Kuh. Ne, das sind Pferde. Das sind nur Pferde. Ich brauche was zu essen. Und die Kuh, die jetzt mit dem vielleicht mal hört, also ich höre sie immer, ob ihr sie hört, weiß ich nicht. Diese Pieps da immer, das liegt wie gesagt an der Tonaufnahme. Ist aber nur ganz selten und sonst ist das Aufnahmeprogramm eigentlich auch ganz gut. Da habe ich nichts zu meckern, nur das ist ein bisschen doof ab und zu. Und jetzt sollten wir was essen gehen. Denn ich habe Hunger. Ich kann nicht mehr rennen. So. Okay. Letzte Folge haben wir ja die Erde da unten wieder abgekratzt. Jetzt passt es so genau. Jetzt können wir dann nach und nach das Ding vergrößern. Das Coole ist, man hat ja nicht immer nur das zu tun, was man da zu tun hat eigentlich. Also da Steine rumziehen. Man muss ja die Steine erstmal besorgen. Dann brauchen wir noch andere Items für Spitzhacken, also muss man in die Höhle gehen, da irgendwie Eisen sammeln, dann trifft man da auf Monster. Dann, also unser Aufgabenbereich ist doch sehr vielfältig, trotz dieser eintönigen Aufgabe. Das macht das Projekt dann auch ein bisschen spannender. Und da kann man eigentlich Sand hinhauen. Dann das Ding hier geht gleich kaputt. Über die Hühner mal vermehren. Ich glaube, die stehen da drauf. Auf diese Samen. Wenn wir sie hier übrig haben. Noch zwei. Ja, dann sind wir mit unserem Feld schon an den Kapazitätsgrenzen angekommen. Das heißt, dann kümmern wir uns demnächst mal um die Tiere. Tiere haben Hunger auf Samen. Wenn ich das so richtig verstanden habe. Ja, du kriegst ja noch ein Kind von dir. Wo ist das Kind? Da ist das Kind. Ihr hattet alle schon? Ja, gut. Das ist schön jetzt, weil dann können wir dann auch mehr Tiere haben. Am besten noch Kühe oder Schweine. Ja. Okay. Holz. Ist hier
gerade ein bisschen dunkel irgendwie. Turit. Erde. Jetzt sind wir hier schon sortiert ein bisschen so. Mobblut ist dann das hier. Oh, noch zwei Eier, habe ich gar nicht gesehen. Ja. Gut, dann. Ich hätte mal Lust, eine Höhle zu finden. Wie viel Sandstein haben wir eigentlich noch? Okay, nicht mehr allzu viel, aber auch nicht zu wenig. Ich weiß nicht, ob es sich jetzt lohnt, da irgendwas suchen zu gehen. Sandstein kann man ja immer brauchen. Eine Pyramide bauen. Okay, das ist nicht schlecht schon mal. Da kommt einiges raus. Da kann man erstmal von leben. Direkt in die Items reinlaufen muss, um sie aufzusammeln. Das nervt ein bisschen. Ich sag, das gab jetzt 1,5 Stacks. Ja, ungefähr. Also wenn man das eine Weile macht, dann hat man auch genug zusammengeschaufelt. Auf jeden Fall. Kakteen brauchen wir eigentlich nicht. Oh, waren wir da schon? Aua. Ja. Super. Was kann man denn noch tun? Ich will jetzt nicht wieder weiterbauen. Schafe, aber wir können die nicht an. Wollen die das auch hier, das Dings da? Oder haben die andere Interessen? Ja, komm her. Ja, komm her. Nee, wollen sie nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Das ist eine schöne Wasserlandschaft. Wären wir schon mal. Aber ich habe es wieder vergessen, weil es schon lange her ist. Auch muss jetzt nicht sein. 5, 2, 3, 6. Wo ist der denn? Zombie. Ein bisschen Eisen wieder zu haben wäre auch nicht schlecht, also braucht man eine neue Höhle. Das ist immer so ein Kreislauf, man braucht irgendwie alles und immer und. Das ist ein Pilz, Mushroom Block.
Okay. Schon wieder Sandstein. Ist er nicht gerade gedroppt? Komisch. Dann geht's wieder auf den Heimweg. Nach ungefähr 5 Minuten nehme ich auf und dann kommt auch schon die nächste Folge. Und hier ist überall nichts. Und ich gehe doch nicht ein. Weil ich mir gerade vorgenommen habe, hier Sandstein abzubauen. So ist das. Wenn man sich das vornimmt, dann hat man wieder was anderes vor und dann hat man sich es doch nicht vorgenommen und ja. Okay, das war's. Warum wir hier so ein Ding aufs Dach gebaut haben, weiß ich nicht. Da war die Tür offen, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Holz. Okay, jetzt nutze ich aber die Holzkiste. Holz. Holz. Ein bisschen Holz kann man immer gebrauchen. Ein bisschen Eisen auch. Das heißt, wir machen jetzt ein bisschen Holz und ein bisschen Eisen, eine Eisenspitzhacke und dann gleich mal eine Harke, weil die geht bald kaputt. Wenn wir zu viel Holz haben, können wir unsere Farm ausbauen. Dazu braucht man. Jetzt gewittert es auch noch, habe ich keine Lust rauszugehen. Oh Gott. Das ist ein Tor. Und man hat zwei davon. Und sonst ist es ja eigentlich andersrum. Da kann man gleich mal die Hühner vermehren. Neues Ei. Du mit dem und du mit dem. Fall runter. Apropos Fall runter, wir haben auf eine Monsterfalle, fällt mir gerade ein. Der ist aber nicht runtergefallen. Ist auch noch nicht tot. Okay. Warum auch nicht? Schütze. Was ist das jetzt? Achso, Gewächsbonus. Gewächsbonus. Sorry, ich wollte eigentlich einen Hund spawnen. Na, hey, wo kommt der her? Haben wir überhaupt Tore da eingebaut oder war ich so intelligent, das zu vergessen?
Ach doch, da ist tatsächlich eins. Dann war es das auch für diese Folge. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.